ist die CD meines heutigen Gastes, Wayfaring Stranger. Ich freue mich sehr, zum ersten Mal bei uns zu Gast, Countertenor Andreas Scholl. So, jetzt wollen wir als erstes mal bitte klären, Countertenor. Eigentlich ist der Unterschied klar, was sozusagen rein äußerlich der Unterschied zwischen einem Countertenor und einem Kastraten ist. Ja? Aber kann man sagen, dass für einen Laien sich die Stimmen ähnlich anhören? Das ist schwierig zu sagen. Die Zeit der Kastraten ist so lange vorbei, es gibt keine Tondokumente. Es gibt eine Aufnahme, The Last Castrato, das ist Ende des letzten Jahrhunderts aufgenommen worden auf so einer Wachswalze. Und da kann man ein bisschen hören, wie das geklungen hat. Wahrscheinlich waren die Kastraten so Knabenstimmen, Klarheit und Reinheit mit der Kraft einer Männerstimme. Aha. Aber man kann sich nur vorstellen, wir wissen nicht genau, wie es geklungen hat. Gibt es den Countertenor schon länger? Countertenöre gab es eigentlich schon immer. Ich meine, das ist eine Kopfstimme, wird auch in ethnischer Musik schon ewig benutzt, genau, wie es vorhin auch demonstriert wurde. Ja, aber vielleicht könnte man sagen Kopfstimme. Normalerweise sagt man, also Bruststimme, das ist der Sitz der Stimme hier. Genau, ja? Das ist die Stimme, in der ich jetzt spreche. Das ist meine Bruststimme, ja. Ja. Und die Kopfstimme ist nur hier im Kehlkopf? Ja, Kopfstimme, man nennt es, glaube ich, Kopfstimme, weil die Resonanz sich hauptsächlich in der Stirnregion abspielt. Das heißt, wenn ich jetzt spreche, lege meine Hand auf den Brustkorb, spüre ich die Vibrationen dort. Und wenn ich immer in meiner Kopfstimme singe, dann spüre ich da weniger im Brustkorb. War das schon als Jugendlicher ein Wunsch, Countertenor zu werden? Eigentlich gar nicht. Also das kam mit der Entdeckung der Stimme. Ich habe in einem Knabenchor angefangen zu singen, in einem kleinen Dorf bei Wiesbaden, Kietrich heißt das. Und da habe ich von 7 Jahren an gesungen, jeden Tag. Und mit 13, 14 kam der Stimmbruch. Die Stimme war ein halbes Jahr ein bisschen außer Kontrolle. Ich habe so ein bisschen gejodelt, so die typischen Symptome. Und dann habe ich aber weiterhin Sopran singen können. Und mit 17 kam dann so der Kommentar des Chorleiters, Mensch, das könnte doch sowas sein wie Countertenor. Ja. Und dann habe ich gedacht, vielleicht studiere ich das mal. Was war denn Ihr ursprünglicher Berufswunsch? Ich hatte verschiedene Vorstellungen. Also mit 13, 14 dachte ich mal, ich wollte Theologie studieren und Priester werden. Katholischer Priester? Ja, das war es dann aber nicht ganz. Das hat sich nur schnell herausgestellt, dass Zölibat und so nicht ganz so meine Berufung sind. Und dann habe ich mal Bewerbungsunterlagen zum Bundesgrenzschutz abgeschickt. Da war das ganz schick, irgendwie zur GSG 9 zu gehen. Aber ich habe damals so geschielt. Ich bin dann später in Augen operiert worden, also da hatte ich gar keine Chance. Und dann kam das gerade im richtigen Moment, als ich gar nicht wusste, was ich eigentlich machen wollte, dachte ich, na dann probiere ich das mal mit Gesang. Ja, jetzt singen Sie also Konzerte und Sie singen auch in Opern. Ja, beides. Ja? Was sind das für Opern? Sind das Opern, die man kennt? Und es sind Barockopern, hauptsächlich, was ich bis jetzt gesungen habe, sind Opern von Georg Friedrich Händel, also 18. Jahrhundert. Sind das dann Frauenrollen, die Sie da singen? Nein, das sind Rollen, die für Kastraten geschrieben wurden. Also zur Händels Zeit gab es da, so wie die drei Tenöre, gab es dann wahrscheinlich die 5 Kastraten, ganz berühmte Sänger aus Italien, die dann nach England importiert wurden als Gaststars und dort an den Opernhäusern Rollen gesungen haben, wie zum Beispiel Julius Caesar, eine Oper. Da Julius Caesar ist praktisch ein Mann, der hochsingt. Dann haben Sie auch bei der Hochzeit des belgischen Thronfolgers gesungen? Ja, ja. Dezember 2000 war das, ja. Wie heißt sie das? Marthe oder wie die Mathilde. Heißt? Mathilde. Mathilde, ja. War das was Besonderes für Sie? Ist man da aufgeregt? Man ist sehr aufgeregt. Das Problem ist, dass man immer davon ausgeht, wenn man aufsteht und singt, das kennt man ja aus einem Konzert. Und dann gibt es dann doch andere Umstände. Man sieht Kameras oder man sitzt 3 Stunden in der Kirche und wartet. Es war Dezember, es war sehr kalt und dann muss man nach 3 Stunden aufstehen und gleich anfangen zu singen und dann war ich doch sehr nervös. Ja, aber es hat gut geklappt, oder? Es ging ganz gut, ja, doch. War das ein Wunsch des Paares, was Sie da singen sollten? Ich glaube, das Musikprogramm wurde von einem belgischen Dirigenten zusammengestellt. Der war eingeladen, das Programm zu koordinieren. Ja. Philipp Herrewege heißt er und mit dem habe ich sehr viel gearbeitet. Und der dachte dann wahrscheinlich, wenn wir das Stück aus der H-Moll-Messe von Bach, das Agnus Dei, wenn das jemand singen soll, dann macht das der Andreas. So bin ich dahin gekommen. Sind das hier ausschließlich irische Volkslieder? Irische, schottische und amerikanische. Also eins kann man nachweisen, kommt aus Texas. Und die anderen sind alle aus Irland, Schottland und England. Die haben Sie selber zusammengetragen, weil es ja wie gesagt keine schriftlichen
Mittlerweile gibt es natürlich Anthologien, so Ende des letzten vorletzten Jahrhunderts hat sich dann mal jemand hingesetzt und die Lieder gesammelt, aber eigentlich existieren die nur in mündlicher Überlieferung von Iren zu Iren. So. Also ich finde das ganz toll, wie das klingt, wenn jemand als Countertenor singen kann. Wir wollen jetzt mal einen kleinen Ausschnitt hören. Ist das der Titelsong dieser CD, Wayfaring Stranger? Ja, bitteschön, die Bühne gehört Ihnen. Andreas Scholl, meine Damen und Herren, Wayfaring Stranger. Scholl, das ist die Platte Wayfaring Stranger. Vielen Dank und toi, toi, toi. Gerne mal wieder bei einer Gelegenheit. Wayfaring Stranger, meine Damen und Herren. Morgen Abend, Richter Alexander Holt. Dankeschön fürs Zuschauen. Gute Nacht.